Grüß dich, Almbodenbauer. Grüß dich, Reindorfer. Dass du auch einmal von deinem Berg heruntersteigst. Na, setz dich her. Gern. Leist mir Gesellschaft. Mitzi, Maß Bier. Mein Herr Sohn hat mich nämlich allein gelassen. Er hat Wichtiges zu tun. Ist er immer noch mit der Josefa beisammen? Ja. Die Blume, der Blume. Schau nicht an Josefa, nicht immer die anderen. Muss nicht mit allen lieber eingehen. Jungsmädel kann ich genug Bewerber haben. Muss aber besser einer, der es ernst nimmt. Ach, du meinst das ernst. Dein Vater wird da was pfeifen, Leopold. Ich mag das Mädel nicht. Ist mir zu leichtlebig. Ja, Reindorfer, da musst du mit deinem Sohn halt einmal Deutsch reden. Der wird sich gerade was sagen lassen von mir. Der lauscht gut mit sich. Noch ein Bier. Jetzt hast du noch einen mehr, den du nachschaust. Na und? Der Flor ist in den letzten zwei Jahren wenigstens ein wirklicher Kerl geworden. Das Portal hat die Großmutter vom Teufel fressen! Den Schleier der Zukunft ziehe ich weg, indem ich jedem die Karten lege. Und aus den Händen kann ich lesen, was morgen ist, was gestern gewesen. Die Wahrheit hier nur 5 Schilling. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Josefa und Poldi. Na, wie wär's denn, ihr beiden Hübschen? Thomas, kannst du mir sagen, was mir bevorsteht? Ja, freilich. Josefa, das ist doch alles ein Blödsinn. Blödsinn? Was redest du da, du Depperter? Meine Karten lügen nicht. Ich mach schon, ich vergehe auf eine Neugier. Na, dann heb ab, 3-mal zum Herzen. So. Ja, da wollen wir mal sehen. Oh, ui je, lauter Mansfelder um dich rum. Da schau, das bist du. Das ist eine ganze Kompanie. Ja, doch auf mit dem. Nein, weiter. Und Geld. Ja, so viel Geld kannst du gar nicht tragen. Josefa, du wirst bald heiraten. Mit Geld? Mit viel Geld. Sag, wen hast du da, Angler? Nee, na mich natürlich. Das ist doch gar nicht heraus. Zwar, dein Vater hat Geld. Wie heil? Du, wenn das wahr ist, dann kriegst du ein Puster. Ja, ein Puster. Aber vorher ist Gericht, 2 Schilling. Das ist zahlen? Ja, ich zahle nichts. Ich hab dich ja nicht befragt. Was denn, was denn, was? Ah, geh mal zu meiner Schwester, vielleicht, dass du mehr kriegst. Wünsche wohl zu speisen? Dein Bruder, der Geizkragen, schickt mich. Na, wie wär's denn? Geschert die Thomas mit deinen dreckigen Karten. Wir machen das so. Ja, schau, dass du weiterkommst. Und schau, dass du weiterkommst, sonst mach ich deine Beine. Ich bin doch kein Schnorrer. Müsst du mit deinem Vater noch heute reden wegen dem Geld? Ja, freilich, deswegen bin ich da herkommen. Ja, da müssen wir mal zum Tisch gehen, bevor uns davon läuft. Ja, komm. Wo ist denn deine Jüngste? Die Leni? Die ist auf dem Hof geblieben. Schau, hätte ich gern wieder mal gesehen. Da muss schon auf meinen Hof kommen. Bist jederzeit gern gesehen. Aber für solche Vergnügungen hier ist meine Leni noch zu jung. Na, so jung? Sie ist noch kein Kind mehr. Für das hat's noch Zeit. Aber grüß euch. Grüß Gott. Jetzt kannst du aber schon aufhören. Alle sind beim Fest, nur du nicht. Und du nicht, Bankers. Ja, wie geh. Und du kommst auch mit. Der Vater will's nicht. Ich hab noch so viel Zeit, sagt er immer. Der Unsinn. Kein Mensch weiß, wie lange er Zeit hat. Willst versauen. Und am Sonntag arbeiten, wo die anderen feiern. Ich weiß, Bankers. Aber es passt dem Vater nicht. Erst, diese Blasen, sie rufen dich. Schau. Jetzt bin ich schon 30 Jahre lang da beim Bauen. Aber weil du nie sagst, du willst auch tanzen gehen, willst auch schöne Kleider tragen oder sowas, ne? So glaubt er, du bist halt immer noch ein Kind. Es gibt viel Herz, das Vieh drin geht und du geh, mach dich schön.
Meinst du? Na, freilich, und du hast ein Taufpatfeld und das Recht haben, auf dich aufzupassen. Und wann der Vater schimpft? Aber los, mit dem wäre ich schon fertig geworden. Ja? Es ist nicht gottgefällig, am Tag des Herrn zu bergen. So, und jetzt lauf. Ich lauf schon. Ja. Oh, los. Ich habe eingetan, was ich konnte. Du bist eben nicht einer der geschicktesten Urschler. Aber dass ihr immer wegen Geld zu mir kommt. Wie viel brauchst du denn? Wir wollen sie nur geborgt haben, Vater. 3.000. 3.000? Das ist ein Kreuz mit euch. 1.000 habe ich hier. Das andere schicke ich euch. Aber dass es gut angewandt wird, hört ihr? Was glaubst denn du, was wir mit dem Geld machen, Vater? Komm, jetzt müssen wir gehen, es wird sonst zu spät. Also vielen Dank und vierte, Vater. Kommt gut nach Haus. Vierte. Und wenn ihr den Leopold seht, dann... Den Leopold? Den hat die Josefa in Beschlag genommen. Ja, gut nach. Ich muss zuerst ein Bier trinken. Kommst du mit? Nein, ich warte auf dich, ja? Ja, ist schon gut. Servus. Auch wieder am Land. Also komm. Und wie jetzt? Das habe ich auf der Forstakademie gelernt. Ja. Was möchten Sie denn? Das kleine Pupperl da. Leni. Florian. Grüß dich. Grüß dich, Flori. Gott, bist du groß geworden. Wie eine richtige Dame schaust du aus. Okay. Doch, doch. Und noch viel schöner bist du geworden. Das hat mir noch keiner so nett gesagt wie du. Du warst aber lang fort. Ja, 2 Jahre halt. Was hast du gemacht die ganze Zeit? Was man so macht. Viel Arbeit. Mhm. Und du? Naja, auch viel Arbeit. Ich bin jetzt auch studiert. Vielleicht gar schon ein Doktor? Ah, nein, schau so aus. Dazu reicht's nicht. Aber zum Tanzen reicht's. Magst? Gerne. Komm. Du, mein Vater sieht's nicht gern, dass ich da bin. Schauen wir uns zuerst die Buden an, ja? Schön. Vielleicht finden wir was Nettes für dich. Komm. Schau mal. Hier, das ist hübsch. Ja, das ist sehr hübsch. Zeig her. Sehr hübsch. Das passt genau zu deinen Augen. Warum legst du es denn weg? Oh, das ist viel zu teuer. Ach, teuer. Ach, kostet doch 20 Schilling nur. Herr Bräutigam wird schon wissen, was er ausgeben darf. Das ist nicht mein Bräutigam. Na, was nicht ist, kann auch werden. Eben, eben. Komm, ich leg das um. Das ist sehr schön. Wie eine Prinzessin schaust du aus. Hast du ein bisschen Geld für mich, Vater? Ne? Damit du es wieder mit deinem Weibsbild ausgeben kannst. Josefa ist kein Weibsbild. Okay, die ist schon genug im Gerät. Das Mädel hat keinen guten Ruf. Ja, Mädel ist leicht schlecht gemacht. Aber wenn sie so hübsch ist. Vater, bin kein dummer Bub mehr. Darf noch eins sein? Ja. Wo die Liebe auftritt, verschwindet der Verstand. Vergiss nicht, dass du ein Rheindorfer bist. Was? Man macht nicht sein Gesicht. Ich will ja nur dein Bestes. Die den Vater das Geld aus der Tasche ziehen. Na, Flori, wo du wieder da bist, ein Blick in die Zukunft gefällig. Danke, okay, Thomas. Zeig doch mal her. Ja, das ist eine kräftige Lebenslinie. Und so eine zarte Hand. Mhm. Aber da vorne sehe ich einen Knick. Mhm, einen Knick. Da wird es was geben. Da hat es schon was gegeben. Geh, Thomas. Auf die Lebenslinie von der Leni lasse ich nichts kommen. Das ist das, was ich am liebsten aus der Hand lese. Komm, gehen wir tanzen. Du, erst muss ich zum Vater. Der weiß noch gar nicht, dass ich da bin. Dann lässt er dich zum Schluss wieder nicht tanzen. Komm.
Bist unter die Puppenspieler gegangen, Almbodenbauer? Haha, hier bin ich gewonnen. Beim Schießen. Für die Burgel. Vielleicht freut sie sich dran. Ja, die Burgel. Ist sie noch immer nicht so recht auf den Beinen? Es geht langsam. Weißt, dass du dich da oben auf dem Almboden so vergräbst, ist für dich nicht gut und für deine Burgel erst recht nicht. Das Kind braucht wieder eine Mutter. Und du eine Frau. Vielleicht sagt Rheindorfer, aber die man haben könnte, die mag man nicht. Und die man mag, die kriegt man nicht. Den Bauer möchte ich sehen, der dich nicht gern zum Schwiegersohn hat. Meinst du wirklich? Wenn du deine Linie mal für eine Zeit wickeln willst, bei mir wäre sie gut aufgehoben. Und vielleicht können sie mit der Burgel besser fertig werden wie alle anderen Mädel, die bei mir waren. Wegheben? Die Leni? Vielleicht gar als Magd? Das hat eine Rheindorferin nicht nötig. Natürlich nicht. So habe ich es auch nicht gemeint. Aber tanzt sie nicht da? Wer? Die Leni? Ja, ja. Aber das ist doch nicht möglich. Leni, komm hierher! Leni! Jesus, der Vater. Geh mal in Ruhe, kann man sein Bier trinken. Wie kommst du hierher? Was ist dir eigentlich eingefallen? Aber sie kann nichts dafür. Ich bin schuld. Am Sonntag war es ja wirklich nicht. Das heißt nicht du, das habe ich zu bestimmen. Na ja, ne. Was ist das für eine Kette? Bitte. Die hat mir der Flori geschenkt. Gib sie weg. Sofort. Ja, Vater. Du hast dir nicht sowas schenken zu lassen. Komm jetzt. Was hat er denn? Tanzen ist doch kein Sünd. Na ja, wenn ich das wisst, da gebe ich jetzt eine Lage aus. Und ich, Depp, habe noch aufmerksam gemacht auf die Leni. Ja, aber so wie er die Leni jetzt behandelt, mein lieber Freund, das findest du nichts gut, ne? So, Prost. Das ist mein Bier. Das ist auch wurscht. Das Warten, das wird aber lang. Wenn der Vater schon seinen spendierfreudigen Tag hat, so muss man ihm das Geld abnehmen. Sonst überlegt er sich noch. Hallo? Wir haben uns gedacht, Vater, bevor du das Geld wegschickst, nimm es gleich mit. Das Geld schicken, das macht immer so viele Umstände. Mit der Post. Und so. Umstände. Was machst denn du da, Florian? Ich wollte dich noch mal sehen. Was war denn mit deinem Vater? Warum war er denn so böse heute Abend? Ihr hättet nicht tanzen dürfen. Nicht tanzen dürfen? Ja, was ist denn da Unrechtes dran? Du weißt doch, Florian, schon früher als Kinder, wenn wir miteinander spielen wollten, hat er es auch immer verboten. Oder ist das vergessen? Vergessen? Ob du es glaubst oder nicht, ich habe sogar sehr oft an dich gedacht. Naja, nicht sehr oft, aber oft. Ja? Hast du es denn nicht gespürt, als wir uns vorhin wieder gesehen haben? Ich war ganz durcheinander. Aber Flori... Magst du mich denn gar nicht ein bisschen? Doch. Ich mag dich sogar sehr gern. Gute Nacht, Flori. Nicht. Lauf doch nicht schon weg. Bitte. Aber schau, wenn uns der Vater sieht. Ist doch gleichgültig. Ich hab dich doch lieb.
Vor aller Öffentlichkeit hast du gestern die Leni blamiert. Seht aber, was kommen, was ich verhindern muss. Sie folgt dir doch hier auf jedes Wort. Das weiß ich. Ich halte das Mädel doch auch gut. Nein! Du behandelst sie schlecht. Viel schlechter als wie ihre eigenen Geschwister. Oft kennt man glauben, dass es gar nicht dein Kind ist. Was sagst du da? Ich weiß ja nicht, ob es bloß eine Laune von dir war, mich als Knecht zum Taufbacken zu machen. Und darum kümmere ich mich auch um die Leni. Wenn sie auch mit Müller Florian... Red nicht weiter! Es wird nur eine Dummheit. Mit der Leni trage ich alles allein aus. Thomas. Jawohl, der Thomas. Gott zum Gruß ist eine Müllerin. Haben wir was zum Schleifen da? Mist. Witzi, bring was wir zum Schleifen haben. Meine Kelly ist ganz ausgedörrt. Aber Wasser. Wasser? Das habe ich nicht mal in Schuhen gern. Bring auch die Schnapsflaschen. Mhm. Übrigens, hat sich der Florian schon getröstet? Was, der Florian? Was meinst du damit? Was? Hat er gar nichts gesagt? Nein. Na, dann sage ich auch nichts. Danke. Also, was ist passiert? So red schon. Na, gestern war's beim Kirchweihfest. Was war da? Na, ich krieg nur Unannehmlichkeiten. Dann kriegst du keinen Schnaps. Jesus. Auf der einen Seite zwickt mir das Gewissen, auf der anderen Seite der Durst. Na ja, mit den Rheindorfischen hat er zwei neue gehabt. Und der Alte hat sich beinahe reingemischt. Da, er kann sich gleich selber erzählen. Florian! Komm mal rein, ich muss dich was fragen. Scherenschleifen! 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 Hört zu, ihr lieben Leute, was euch der Scherenschleifer sagt. Eine stumpfe Schere taugt so viel wie eine faule Magd. Ein Messer voller Scharten ist genauso wenig recht wie einem frühen Morgen schon total betrunkener Knecht. Scherenschleifen! 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 Drum hört, ihr lieben Leute, was euch der Scherenschleifer singt. Wenn ihr ihm stumpfe Messer und verdorbene Scheren bringt. Das Leben schleift die Kanten ab, was eckig ist, wird rund. Ich küss so lang mein Schleifstein surrt, der liebsten roten Mund. Scherenschleifen, Scherenschleifen, Scherenschleifen. Ich weiß, der alte Rheindorfer ist hart und eigensinnig. Ich bin bis heute nicht draufgekommen, warum er die Feindschaft hat mit dem Vater. Aber er kann es doch nicht hindern, dass du noch immer die Leni magst und sie dich. Ich gebe mir das nicht zeig. Ich weiß im ganzen Ort keine, die mir als Schwiegertochter lieber wäre als die Leni. Es freut mich, dass du so denkst, Mutter. Ich bin gewiss kein Feigling. Aber ihr Vater wird nicht leicht umzustimmen sein. Oh. Trotzdem, ich ging heute noch hin, wenn ich nicht fürchten müsste, dass er mich abweist. Bis dann auch der Leni entgelten muss. Ach, lass gut sein, Flori. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Ich werde mir schon überlegen, wie ich euch helfen kann. Ja? So, das hätten wir. Alles fein und scharf geschliffen. Ja? Nur mein Durst ist noch der gleiche geblieben. Einen guten Geschmack hat er, der Flori. Hm? Was ist? Hat er alles gestanden? Jawohl. Dankeschön. Hey, Bubert, ist? Suchst du wen? Ja, die Leni suche ich. Ja, was willst du von der? Aber einen Brief für sie. Gib her, ich werde sie geben. Na, den darf bloß ich hergeben. Gib schon. Pankratz. Ja? Was ist? Nimm's Pferd. Ja. Na, immer fleißig, Leni. Schon am frühen Morgen? Wenn das früh ist, dann bin ich schon fleißig. So jung und so schlagfertig. Der Flori hat mir alles erzählt. Das hätte er nicht tun dürfen. Ja, warum denn nicht? Hast denn du gern den Flori? Ja, aber der Vater wird's nie erlauben. Und der Florian weiß das. Ach was, nie erlauben. Da sprechen wir Frauen auch noch ein Wort mit. Meinst du nicht auch, Leni? Ich glaub's und glaub's nicht. Wenn der Vater etwas von der Mühle hört, dann wird er so zornig. Lass mich nur machen. Aber du müsstest den Vater auch einmal zur Rede stellen und ihn fragen, was er eigentlich gegen uns hat.
und ging an Flori. Ist gut. Ich werde es versuchen. Ja. Ja. Hör mal zu. Du triffst dich heimlich mit dem Florian. Nein, Vater. Wie könnte der sonst verliebte Briefe schreiben? Wenn er mir schreibt, so kann ich es nicht verhindern. Da steht's auch drin. Treffen will er dich. Daraus wird nichts. Den Burschen nehme ich mir noch vor, wenn es weiter versuchen sollt. Und du mach ihm keine Hoffnungen. Ich verbiete es dir ein für alle Mal. Aber Vater. Schluss jetzt. Du hast mir zu gehorchen. Burge? Ja, was machst du denn da? Warum muss denn das Puppelein in der Ecke knien, hm? Weil sie schlimm ist. Warum ist sie denn schlimm? Weil sie schlimm ist. Komm mal her, Brügel, komm mal mit. Komm, sei schön brav. Weißt du denn überhaupt, wie das Puppel zu mir kommen ist? Pass auf, ich will's dir erzählen. Gestern, wie ich im Dorf und am Kirchtag war, da höre ich auf einmal hinter mir, Olmbundbauer, Olmbundbauer. Ich drehe mich um, da sehe ich in einer Schießbude drinnen zwei kleine Handeln. Fest winken, schau. So, so. Ich gehe hin und frag, meinst nicht? Da sagt das Puppel, Almbohnbauer, bitte nimm mich mit zur Burgel. Ich hab sie so gern. Freilich nehme ich dich mit. Aber sag einmal, wie heißt du denn eigentlich? Ich? Ich heiß, das hab ich vergessen. So, sage ich. Ja, vielleicht heißt du Leni. Nein, sie hat keinen Namen. Aber Burgel, warum hat sie denn keinen Namen? Weil sie schlimm ist. Ich muss ins Dorf runter. Spiel schön brav weiter, Burgel. Der Kaffee ist nicht mehr recht heiß, musst ihn gleich trinken. Ja, schon gut. Der Almbodenbauer kommt auf den Hof mit einer Fuhr. Ja, ist recht. Du, Karl. Ja? Sag, ist dir denn gar nichts aufgefallen mit unserem Flori? Ja, ja. Seitdem er von der Forstakademie zurück ist, kümmert er sich überhaupt nicht mehr um die Mühle. Aber geh, du denkst immer nur an dein Geschäft. Ja, merkst du denn gar nicht, dass er den ganzen Tag wie ein Träumer herumläuft und den Kopf hängen lässt? Ist er denn verliebt, ja? Ja. Meinetwegen soll er verliebt sein. Wer ist denn das Mädel? Die Rheindorfer Leni. Ich hab einspannen lassen, in einer Stunde bin ich wieder zurück. Hast du einen anderen erwartet? Jetzt bist du stumm. Aber wenn es darum geht, einem Mädel den Kopf zu verdrehen, dann kannst du reden. Und verliebte Briefe schreiben. Und dich mit dir hier herumdrücken. Nein, Rheindorfer. Ich habe die Leni nicht angerührt und ich werde sie nicht anrühren. Bis sie nicht meine Frau geworden ist. Deine Frau? Du willst die Leni heiraten? Schau, Rheindorfer, ich habe es selber nicht gewusst. Aber wie ich jetzt zurückgekommen bin und sie wiedergesehen habe, da ist es mir mit einmal klar geworden. Seit wir Kinder waren, gehören wir zusammen. Aber das ist doch nicht möglich. Doch, doch. Ich bekomme doch jetzt bald meine Anstellung. Geld wird auch ein bisschen da sein. Und es wird deiner Tochter nicht schlecht gehen. Ich werde sie glücklich machen. Wenn du die Leni glücklich machen willst, dann sprich nie wieder von ihr. Denk nicht mehr an sie. Geh weg von hier. Weit weg.
Und es ist doch Eigensinn. Nur weil ihr Alten euch nicht vertragen könnt. Wenn's nur das wäre, Florian, dann brauchtet ihr euch nicht ankehren. Aber das, was zwischen euch beiden steht, ist stärker als kleinliches Bedenken. Aber... Oder Starrsinn eines alten Mannes. Ja, was ist es dann? Ich kann's nicht sagen, damit das Andenken an einen Menschen nicht entehrt wird. Darum muss es dir genügen, wenn ich dich um der Leni willen bitte, sie nie mehr zu sehen. Versprichst mir das? Nein, das kann ich nicht versprechen. Grüß Gott, Müllerin! Ah, grüß Gott! Wohin geht's denn so sonntäglich? Ja, auf Brautwerbung! Ja, da müsste der Sohn eigentlich dabei sein. Tja, und wie geht's den Töchtern? Der Brügel? Immer dasselbe, die Mutter fehlt halt überall. Aber ich werde es schon schaffen. Also, viel Glück zur Werbung! Dankeschön! Hier, komm, Liesel! Hopp, komm! Grüß dich, Leni. Na, ist dein Vater zu Haus? Ja, der Bau ist zu Haus. Aber Vater, sei nicht böse, aber ich lang mit meinem Geld wieder hin und vor nicht. Was? Klausbub, betteln muss nicht, aber verhaus nicht wieder mit den Weibern. Danke, Vater. Bauer, die Müllerin will dich sprechen. Was will die hier? Das ist gleich davor an, Rheindorfer Bauer. Unter vier Augen. Ich bin schon weg. Aha, Geheimnisse. Ja, ich kann mir schon denken. Wer hättest du mir da gewiss angeboten? Heiß ist. Ich hätte mir ja keinen stürmischen Empfang erwartet, Bauer. Aber dass die gleich so niederhaut. Ich komme wegen der Leni und wegen an Florian. Was soll das heißen? Ich will es kurz machen. Deine Leni und unser Florian haben einander gern. Sie sollen ein Paar werden. Daraus wird nichts. Nie und nimmer. Aber schau, Rheindorfer. Es ist doch gar nichts Übles, der Gedanke mit den Zweien. Weiß das dein Mann? Jo. Natürlich. Geh, Müllerin, und sag deinem Mann, ich begreife ihn nicht, dass er sein Weib einen solchen Gang tun lässt. Das nicht. Du treibst auch nur dein verliebtes Spiel mit mir. Gesellschaft, bitte sei doch nicht so. Hast du mit deinem Vater geredet? Noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Ich werde auch nicht jünger. Und dann gefällt dir dann immer und dann lass mich stehen. Aber nein. Selbst bitte red nicht so. Du weißt doch genau. Ja, ich weiß. Dein Vater mag mich nicht. Ich bin ihm zu arm. Und einen schlechten Ruf habe ich auch. Hm. Weißt du was? Hm? Machen wir Schluss. Geh mal auseinander. Also jetzt geh ich gleich zum Vater. Wirklich? Ja. Seferl. Ja, hat er denn nicht gesagt, warum er mich nicht mag? Nichts. Ich begreife das nicht. Da steckt etwas dahinter. Das muss ich herausbekommen. So gib doch deine vorgefasste Meinung gegen die Josefa endlich auf, Vater. Du wirst sehen, sie ist tüchtig und fleißig. Und auch energisch genug, um die Wirtschaft zu führen.
Also ich wüsste mir jedenfalls keine bessere. Also sag doch schon was, Vater. Wenn du meinst, gerade die sei die Rechte, dann heirat sie. Ja, und dann ist alles in Ordnung. Ich bereite die Hochzeit vor. Ah. Ich weiß wirklich nicht, was in den Bauern gefahren ist. Stolz kann's nicht sein, Pankratz. Sonst hätte er doch nie erlaubt, dass der Leopold die Josefa heiratet. Naja, ich wollte sagen, ne? Der ist. Nein, bei der Lene und bei mir ist etwas anderes dahinter. Irgendwas. Ich spür's. Und trotzdem kann ich nicht sagen, was es sein könnte. Naja, also ist, zerbrichst du nicht den Kopf drüber, ja? Pankratz, du hast ja keine Ahnung, wie das ist, wenn man ein Mädel wirklich gern hat. Sonst könntest du nicht so reden. Ja, doch schon. Du glaubst, weil ich ein alter Mann bin, weiß ich nicht, was die Liebe ist. Mein Lieber, wie jung war. Jetzt schon sehen, wie wir die Malen nachgelaufen sind. Ja, ja, mein lieber Freund, auf jeden Finger habe ich eine gehabt. Die 10 gar nicht mitgerechnet. Und wenn eine nicht dann hat, so wie ich hab wohl, dann raus und habe ich die nächste genommen und die nächste und die nächste und so habe ich das Heiraten vergessen. Willst du nicht trösten, was? Nein, nein, ich wollte nur sagen, nimm ein anderes Mädel, schau. Es sind ja noch so viele da und die warten auf dich. Ich habe hier gewartet auf dich, Vater. Ich muss dich was fragen. Was fragen? Warum bist du so gegen den Florian? Den musst du dir aus dem Kopf schlagen. Aber warum denn nur? Leni. Ich habe ihn doch so gern. Und er mich auch. Leni, wenn du wüsstest, wie du mich quälst. Du denkst nur an dich. Du merkst nicht, wie unglücklich du uns beide machst. Mit deinem Starrsinn. So wahr Gott im Himmel lebt. Es steckt kein Starrsinn von mir dahinter. Aber warum sagst du mir nicht den Grund? Ich bin doch alt genug, dass ich alles verstehe. Okay. Kannst du mir denn nicht glauben? Es kann nicht sein, dass du den Florian heiratest. Es darf nicht sein. Gut, Vater. Du willst also nicht reden. Und vielleicht bereust du es eines Tages, wenn du zwei Menschen auf dem Gewissen hast. Komm, Leni, setz dich. Was willst du mir sagen, Vater? All die Jahre hindurch hatte ich gehofft, es würde dir und mir erspart bleiben. Aber jetzt kann ich nicht mehr schweigen. Ich wollte ja nur das Andenken an deine Mutter hochhalten. Was hat denn die Mutter damit zu tun? Deine Mutter hat... Leni, ich bin nicht dein Vater. Aber Vater... Ich verstehe das nicht. Die Mutter hat sich einmal vergessen. Damals, vor 18 Jahren. Oh Gott, die Mutter. Nein, nein. Du musst dir verzeihen, Leni. Ich habe es auch gekonnt. Verstehst jetzt, was zwischen dir und Florian steht? Immer stehen wird? Dann ist der Florian... Dein eigener Bruder. Ich will mich noch von dir verabschieden, Pankratz. Ja, was ist? Willst du fort von uns? Ich muss fort. Ich kann nicht mehr bleiben. Warum denn? Bitte frag mich nicht, Pankratz. Ja, wo bist du denn hin? Ich weiß nicht.
Nur fort von hier. Ja, ich begleite dich ein Stückchen. Ja, es ist schwer, wenn man so weg muss. Vielleicht wird wieder alles gut. Doch, doch. Es braucht halt alles seine Zeit. Ja, das habe ich von meiner Mutter, weißt? Wir waren mit 12 Kindern. Und wenn es nicht mehr gegangen ist, dann hat sie immer gesungen. Es braucht halt alles seine Zeit. Hast du auch Sorgen und viel Leid, so wirst du morgen schon verstehen. Das Leben muss doch weitergehen. Nimm nur dein Schicksal nicht zu schwer. Du glaubst, du trägst es sonst nicht mehr. Die Zeit vergeht und du siehst ein, es könnte um vieles schlimmer sein. Es braucht heut alles seine Zeit. Und ist der Weg auch noch so weit, bleib ja nicht stehen, schau nicht zurück. Dann liegt vor dir ein neues Glück. So, Leni, und jetzt komm. Du bist doch ein tapferes Mädel, ne? Lass uns einmal nachdenken, wo wir dich unterbringen. Komm. Komm. So, Leni, da hast. Und wenn du über die Niederalm drüber bist, dann führt der Waldweg bergauf. Fort bergauf. Und da oben, da steht eine kleine Kapelle und dann geht's rechts. Fort rechts und dann siehst du den Einethof von Olmbodenbauer, ja. Bitte sag niemand, wo ich bin. Nein. Nur dem Vater. Ja. Leb wohl, Pankratz. Ist hier recht beim Almersbauern? Ja, was willst du denn von ihm? Was geht dich das an? Das ist sehr viel. Ich bin da der Großknecht und darum geht's mir was an. Ich glaube, der Bauer hat da zu entscheiden, wer bei ihm in Dienst geht. Und da drüben, beim Hof, da ist er. Es war gerade das Richtige für meine Mutter, einzigen Sohn. Ja, dass die Jone dir ist, ich glaube, du spitzt sich auf den Bauern. Ja, hast recht. So wie alle, die bei uns eingestanden sind. Ja. Gustl, warte ein bisschen. Grüß dich, Pankratz. Ja, grüß dich Gott. Ha? Gibt's was Neues? Ja, es gibt immer was Neues. Von Leni und Flori? Ja, ja. Das erzähl ich aber später, bis ich mit der Arbeit fertig bin. Du willst mir vielleicht helfen, dann erfasst das früher. Ist recht. Na, was ist? Ja, gut, dass du es gemacht. Selbstverständlich kannst du da bleiben. Ich hab's deinem Vater auch schon mal angeboten.
Aber sag mal, Leni, warum bist du denn von zu Hause weg? Na, das ist deine Sache. Du wirst dich um die Burg kümmern. Gern, Bauer. Komm, setz dich mal. Aber du bist nicht leicht an mir. Die Burg ist ein schwieriges Kind. Und ich bin, seit meine Frau gestorben ist, auch ein bisschen eigen geworden. Schön, dass du da bist. Du wirst schon schaffen. Du warst immer ein lustiges Ding. Woher weißt du das? Ich kenne dich doch schon lang genug. Darf ich jetzt die Burgl sehen? Zuerst müssen wir mal Brotzeit machen. Jetzt ist aber genug. Ja, Burgl, du schlafst ja gar nicht. Sie soll nämlich Nachmittag immer ein bisschen schlafen. Burgl, da habe ich dir die Leni mitgebracht. Die will ich besuchen und schauen, was du machst. Ja, willst du ja gar nicht grüß Gott sagen? Das ist aber hübsch, Herrinnen. Das muss ich auch die Sonne anschauen, ja? Hat er das die Burgl auch erlaubt? Ja? Du musst aber ein neues Kleiderl bekommen. Willst du ein rotes haben? Oder willst du ein blaues haben? Oder ein gelbes vielleicht, das passt am besten. Wie heißt denn das Pupperl? Heißt es Anna? Burgl. Oder Maria? Nein. Oder Lisa? Nein. Oder Gregor? Sie hat keinen Namen. So. Oh. So habe ich schon lange nicht mehr geschwitzt. Bis das Arbeiten halt nicht mehr gewesen. Jetzt machen wir aber Feierabend. Nur für mich ist mir. Oh, oh. So, Bankers, jetzt wirst du mir was erzählen. Na, wo denn? Red schon. Weg ist. Die Leni? Ja. Nein, nicht, das habe ich nicht sagen wollen. Nein. Ist schon gut. Grüß dich. Grüß dich. So was Blödes. Ja, dann werde ich wieder gehen. Nein. Soll ich da bleiben? Nein. Oh, schade. Ich habe mich schon so gefreut. Danke. Du musst Geduld haben, Leni. Ja. Es braucht halt alles seine Zeit. Ich hoffe, du wirst dich trotzdem hier wohlfühlen bei uns. Oder magst nicht bleiben? Oh schon. Ich bleib schon da. Danke schön. Darf es noch eins sein? Ja, bitte. Auf Wiedersehen. Was ist denn, Flori? Tu doch nicht immer Trübsal blasen. Die Leni ist fort und du wirst sie überleben. Was sagst du da? Ja, fort ist sie. Weißt du das gar nicht? Fort? Nein. Wenn ich dir sag. Also, da wünsche ich euch viel Glück. Dankeschön. Dankeschön. Hättest du aber auch in die Kirchen kommen können, Vater. Hm? Ja, da müsst ihr schon entschuldigen.
Aber just heute hat mich die Gicht wieder so geplagt, dass ich fast nicht gehen konnte. Das kann ich verstehen. Wenn einen das Alter plagt, dann hat man seltsame Schmerzen. Vater, aber zur Hochzeitstaufe kommst, gell? Also, kommt's, ja. Na, gib mir den Ball, da komm her. Nein, nicht mir. Na, gib ihn mir doch. Na, komm. Ich wollte es vorstellen. Ist gut. Also, Leni, wenn ich es mit eigenen Augen sehen täte, ich wollte es nicht glauben. Dass du das in ein paar Wochen geschafft hast. Du hast ein Wunderglück bei der Bürgel. Nein, kein Wunder. Sie versteht mich und ich sie. Das ist es. Das Kind ist glücklich wie noch nie. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Leni, und die Butterbrote, den Speck habe ich schon aufgegessen. Hey, da wird die Leni aber traurig sein. Hab sie gar nicht aufgegessen. So. Ich lasse die Leni schon nicht verhungern. Leni, gib mir Vati auch ein Bussi. So, Beugel, jetzt muss ich aber wieder zur Arbeit. Muss das Wetter ausnützen und das Heu reinbringen. Nicht vergessen, Leni. Heute Abend wird beim Gröschelwirt Theater gespielt. Ist schon recht. Kommst doch, ja? Komm, wir müssen fleißig sein und ein bisschen was lernen. Ich hab gedacht, wir gehen frühstücken. Ach, du. So, Frau Bauer, was machen wir mit der Rexe? Die frisst nicht mehr, sie folgt nicht und machen tut sie auch nicht mehr, seitdem die Leni weg ist. Hast du was gehört von ihr? Ja, einen Brief hat sie mir geschrieben. Es geht ihr ganz gut und sie lässt dich ihn grüßen. Über die Sache ist sie schon ein bisschen hinweg. Sie wünscht alles Gute, dein Sohn und der jungen Bäuerin auch. Ah, ja, Bäuerin. Ah, die Bäuerin, die Junge. Jeden Bissen hält sie mir vor. Für unnütz, erklärt sie mich. Ins Ausgeding möchte sie mich bringen. Und mein Herr Sohn ist ganz ihrer Meinung. Du Bauer, wenn du ins Ausgeding gehst, habe ich auf den Hof nichts mehr verloren. Du? Eines begreife ich nicht. Warum schreit denn die Leni nicht mehr? Das musst du verstehen. Sie glaubt, du bist böse auf sie, weil sie davongelaufen ist. Bös? Ja. Ich bin dir nicht böse. Leni, kommst mit ins Theater! Ich bin schon fertig. Schläft die Brille schon? Ja. Leni! Leni! Lass mich nicht allein! Ja, da muss ich halt abbleiben. Dann bleibe ich auch da. Ich bleibe bei euch. Komm, jetzt gehen wir schnell ins Bett. Nimm dein Vater nur den Schutz, Leopold. Er wird mich nie mögen. Du behandelst ihn eben falsch und schlecht. Du kannst nicht aufpassen. Yes, yes, und alles am Boden. Ich hab dann die Arbeit. Genau wie beim Vater. Hm. Also morgen noch redst mit ihm, verstanden? Mhm. Er muss ins Ausgedinge. Zwei Herren von Hof gibt's nicht. Mhm. Nirgends. Ich wollte nicht stören. Ich wollte nur sagen, dass der Rex ausgerissen ist. Dass die hat schon gewusst, dass am Rheindorfer Hof der Teufel los ist. Grüß dich, Florian. Gusto. Grüß dich, Thomas. Sag, hast du Leni noch immer nicht gefunden? Nein. Ich komme gerade aus dem Lerchental. Ich habe sie überall gesucht. Nix. Was zahlst, wenn ich sie finde? Ich komme ja viel rum hier in der Gegend. Thomas, wenn du das zustande bringst, dann zahle ich dir, was du willst. So tief sitzt das bei dir. Das habe ich nicht gewusst. Verlass dich drauf. Ich finde dir deine Leni. Du. Ist das nicht der Hund vom Rheindorfer Hof? Ja, der Rex. Der könnte mich führen. Na, guck doch mal hier, armer Kerl. Na, komm schön, komm, komm. Brav ist er, Junge. So, Gustl, geh mal. Grüß dich, Flori. Grüß dich. Komm, Rexi, komm. Oh,
Hoffentlich schaffst du es. Was ist denn mit den Brettern da? Anton! Ja? Die gehören doch hin zum Trockenplatz. Ja, wir gehen es gleich rüber. Ist das Holz für den Rohrmotor schon weg? Ja, vorige Wochen schon. Was ich noch sagen wollte, suchst mir ein besonders schönes Holz heraus. Ich brauch's vielleicht bald für eine Truhe. Für eine Truhe? Vielleicht gar für eine Hochzeitstruhe. Mach dir selbst einen Reim drauf. Am Morgen, wenn ich früh aufstehe, beim ersten Sonnenstrahl, sing ich aus voller Kehle schon, das ist mein Kapital. Hab ich auch sonst kein Geld und Gut, das nehme ich gerne in Kauf. Die gute Laune, die ich hab, wiegt alles andere auf. Ich bin nun mal ein Optimist und mach mir gar nichts draus. Wenn auch die Welt voll Trübsal ist, ich lach sie alle aus. Wenn auch die Welt voll Trübsal ist, ich lach sie alle aus. Wenn ich am Morgen früh aufstehe, sing ich, was kostet die Welt? Ich schlendere durch das ganze Land und bleib, wo mir's gefällt. Mein Mundwerk und mein Taschenspiel, ich sage es noch einmal. Mein Witz, mein Trick, mein freches Lied, das ist mein Kapital. Ich bin nun mal ein Optimist und mach mir gar nichts draus. Wenn auch die Welt voll Trübsal ist, ich lach sie alle aus. Wenn auch die Welt voll Trübsal ist, ich lach sie alle aus. Meine Herren, kommt! Was euer Herz begehrt, könnt ihr von mir haben. Schnupftabak, Pfeifen oder wenn einer eine Braut hat, ein schönes Halstücherl, schützt vor Husten und Heiserkeit. Und wenn es vielleicht ein Grof hat, kannst du ihn verdecken. Oder für das Großmutterl, ein Kopfschall, damit ihr eigenes Ohrensausen nicht hört. Und vor allem, meine Herren, kauft Kämme, es kommen lausige Zeiten. Marke Imposant, ihr könnt damit Holz sägen, ihr könnt so biegen. Und so sieht er von innen aus. Du, wo gehst denn da hin? Zum Holbombauer. Moment. Wie kommt bloß der viele Schmutz in die Stube? Du putzt dir sicher die Schuhe nie richtig ab, Urgel. Da, schau. Aber doch nicht da herinnen, du Dummerl. Komm, hilf mir. Ich habe ihn gebracht. Na, wie bin ich zu dir? Thomas! Bei der Gelegenheit habe ich dich endlich gefunden. Na, wie geht's dir denn? Oh, danke, mir geht's gut. Schau, Burgi, geh mit Moritz hinaus, mach ein bisschen sauber. Das sehe ich, dass dir gut geht. Du, Lenny, ich muss dir was sagen. Seitdem du weg bist, ist mit dem Flori gar nichts mehr anzufangen. Das hat er nicht verdient. Das tut mir leid. Ich kann nichts machen. Ich kann's wirklich nicht ändern. Aber hast du den Rex wirklich mitgebracht? Nein, er ist davon gelaufen. Dem gefällt es auf dem Rheindorfhof genauso wenig wie dir. Das weiß ich ja gar nicht. Du musst aber jetzt gehen. Bitte sag allen daheim, ich lasse dich schön grüßen und dass der Rex da bleibt. Ist recht. Wiedersehen. Wiedersehen, Lenny. Und da soll man noch Optimist bleiben. Schau, Lenny, das wird ein schöner Hund. Wie hast du gesagt, heißt er? Rex. Ha, so kann der gar nicht heißen. Warum denn nicht? Das ist ja ganz gleich bei Hunden. Schau, Vati, das ist ein hübscher Hund. Der ist aber schön. Zugelaufen? Ja. Leni, komm mal herein. Ich muss mit dir reden. Komm, setz dich. Das ist für dich? Du hast mir in der Brügge schon so viel Freude gemacht. Nein, das kann ich nicht annehmen. Nimm's nur, für all die Mühe mit der Brügge. Das war doch gar keine Mühe. Dann ist das viel zu kostbar für mich. Und wenn das die anderen sehen, dann fangen sie gleich zum Reden an. Wer? Wer soll reden? Sag. Jetzt erst recht. Du behältst es. Und wer bei uns zwei redet, der soll mich kennenlernen. Du tust mehr als deine Pflicht. Und wie ich dir dafür danke, das ist meine Sache. Das hier ist mein Hof und wer zu mir kommt, steht unter meinem Schutz. Er könnte über dich was Schlechtes sagen. Dass dich etwas drückt, weiß ich schon lang.
Ich will dich auch nicht danach fragen. Aber ich muss dir was sagen und ich bitte, ich verstehe, wenn ich jetzt offen rede. Ich sehe dich gern, Leni. Und wäre sehr glücklich, wenn es dir auch so ging. Ich bitte dich, Bauer. Brauchst nicht zu erschrecken. Wenn das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Und wenn einer jahrelang so allein war wie ich und dann endlich auf den Menschen trifft... Ich verstehe dich, Bauer. Aber jetzt muss ich mit dir auch offen reden. Schon brav, sein Rex, kriegst deine Mittelscheitel. So, Bauer. Das ist alles. Jetzt weißt du, wie es um mich steht. Und das hast du die ganze Zeit mit dir herumgetragen. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Aber ich weiß es. Und weiß, was ich jetzt zu tun habe. Was sagst? Ich hab sie gefunden. Ist das wahr? Ja. Wo ist sie? Beim Almbodenbau in der Einöd. Thomas, das vergesse ich dir nie. Okay. Hier, nimm dir, was du willst. Nein, dafür nehme ich nichts. Ich hab's gern getan. Na, das wird aber nicht gehen. Komm raus da. Das ist schön. Von wem hast du das? Ein Geschenk, du bist bekommen. Und ein Schatz? Schlaf jetzt schön. Gute Nacht. Und wo schlaft der Rex? Der schlaft da unten. Schlaf schön. Wenn der Mond am Himmel steht und die Welt zur Ruhe geht, schließ mein Lieb die Augen zu und schlaf in guter Ruhe. Horch der Nachtwind leise singt, der dir goldne Träume bringt und vom hohen Himmelszelt ein Stern herniederfällt. Nachtigallen schlagen und ihr Lied dringt dir ins Herz. Träum von goldenen Tagen und vergiss doch deinen Schmerz, mein Liebes. Wenn der Mond am Himmel steht und die Welt zur Ruhe geht, wiegt mein Lied dich ein ganz sacht. Schlaf ein, mein Lieb, gut Nacht, gut Nacht. Pass auf, ich hab schon wieder einen eigenen Vers. Ja. Die Blitzaubern mahren, schauen die Burschen gern an, die schieren und stolzen, die kriegen kein Ma. Und ich mag die Leni, aber ich bin nur der Knecht. Der Almbodenbauer, ja, der war ihr recht. Die zwei sind ein Paar und gegangen ist geschwind. A Hetz ist auf die, weil es kommt Jungfer zum Kind. Der Bauer ist halt schon in aller Früh fort. Und der lässt er sagen, dass er erst am Abend wieder zurückkommt. Ist gut. Fühlst du dich nicht sehr verlassen? Warum? Naja, so allein am Hof. Oh, ich habe ja die Burgi da. Aber der Bauer ist weg. Fangst du auch schon an damit? Ich habe gerade gehört, was sie draußen über den Bauer und über mich singen. Na, schlechteste war es nicht, da am Hof Bäuerin zu werden. Hm? Und ich glaube, er mag dir recht gut leiden. Hör auf damit. Ich bin hier Magd, genau wie du. Und wer was anderes drüber denkt, der soll sich schämen. Komm, Burgi, geh hinaus mit dem Rex auf die Wiese. Komm, Rex. Lass ihn auch schon. Hey, ist bei euch der Rheindorfer Leni im Dienst? Im Dienst schon.
Aber nicht mehr lang. Wieso? Vielleicht wird sie bald Almbodenbäuerin. Was sagst du? Ja, ne? Geh und frag selber. Sag mal, wo ist denn die Leni? Die Rheindorfer Leni? Die ist drinnen in der Stube. Leni. Florian. Seit Wochen suche ich dich. Warum bist du weggelaufen? So ganz ohne ein Wort. Sag doch jetzt wenigstens etwas. Das ist also wahr? Ja. Oh, Leni. Ich hab geglaubt, du kannst nicht lügen. Lass mich. Wie kann ein Mensch so falsch sein? Florian! Ja, falsch. Falsch und verlogen. Du musst doch damals schon gewusst haben, dass hier oben einer sitzt und auf dich wartet. Florian, du bist im Irrtum, wenn du glaubst, dass... Glaubst, nichts glaube ich mehr. Dir am allerwenigsten, du. Ja, natürlich. Der Almbodenbauer. Der reiche Almbodenbauer. Das ist ja eine gute Partie. Da kommt der Florian nicht mit. Jetzt verstehe ich dich erst. Jetzt kann ich dir auch verzeihen. Verzeihen? Dass du mich vorhin so hässlich beschimpft hast. Wer hat dir zu verzeihen? Du oder ich? Dann ist ja schon alles egal. Nein, Florian. Du hast mich gefragt, ob es wahr ist. Und ich habe gedacht, du meinst die Wahrheit, die zwischen uns steht. Florian, wir sind Geschwister. Was? Dein Vater ist auch meiner. Ich bin drüber hinweggekommen. Versuch du's auch. Es gibt keinen Schmerz, der nicht eines Tages vergeht. Grüß dich, Josefa. Ist der Bauer da? Der Alte ist nicht zu sprechen. Kann er was ausrichten? Ich möchte selber mit ihm reden. Mit dem? Der ist dann immer ganz beieinander. So, was ist mir neu? Na, mir nicht. Da ist er doch. Ja, das ist er. Steigt auch in Antwort unnütz auf den Hof rum. Ja, Almbodenbauer. Grüß dich, Rheindorfer. Grüß dich. Wie geht's der Leni? Wegen ihr komme ich. Ist sie krank? Nein. Komm, setz dich zuerst einmal her. Bist du zufrieden mit dir? Ist sie brav? Sogar sehr brav. So brav, dass ich sie heiraten möchte. Aha. Heiraten? Und jetzt komme ich zu dir, Vater Rheindorfer, um die Hand von der Leni anhalten. Zu mir? Ja, aber hat sie dir nicht gesagt? Ich meine, weißt du... Alles weiß ich. Die Leni hat es mir erzählt. Da stehe ich ja schön da vor dir. Rheindorfer, du warst immer wie ein Vater für die Leni. Und bleibst es. Deshalb... wollen wir dich um deinen Segen bitten. Ich will sie glücklich machen, das verspreche ich dir. Das wünsche ich von Herzen. Dank dir. Am Sonntag nach St. Rupert soll die Hochzeit sein. Du kommst natürlich. Soll ich wirklich? Na, ist doch keine Frage. Also, grüß dich. Grüß dich.
Was machst du denn da? Wie willst du denn fort? Ja, Bauer. Das geht mir zu weit. Die Leute reden schon über uns. Willst du die Burgel allein lassen? Sie braucht dich doch. Und ich dich auch. Weißt du denn überhaupt, dass ich bei deinem Vater war? Und dass er ja gesagt hat? Leni, sag du auch ja. Ja, Andreas. Die Leni gehört aber mir. Uns beiden, Brügel. Und jetzt schlafst. Du Pankratz, ja? Übermorgen. Was ist denn übermorgen? Du weißt genau. Der Leni ihre Hochzeit. Ja, ich weiß ja. Mach mir rechtzeitig den Kutschwagen zurecht, ja? Dass wir ja nicht zu spät kommen. Ja, glaubt, kann ich da mitkommen? Aber ja, ist ja Sonntag. Ja, wenn er wirkt, dann hätte man einen Ärger mit der jungen Bayerin. Der alte Kerl hat ja unter Kuradell gestellt. Bitte setzt euch doch. Sonst vermacht er der Leni noch das ganze Erbe. Richtig. Dafür, dass der Funk gelaufen ist, soll es auch noch belohnt werden. Ja, dafür müssen wir jetzt zusammenhalten. Naja, also nach dem Essen wird dann alles besprochen. Gesegnete Mahlzeit. Mahlzeit. Dass hier wieder einmal kommt? Wir haben was mit dir zu reden, Vater. Brauchst du wieder ein Geld? Was anderes. Nix wie Ärger hat man. Dass er alt ist wie du, gehört in die Alterstuben. Da kann er beklecksen, so viel er will. Du bist einmal alt, Bäuerin. Verstehst? Die leid's nicht, dass du mit dem Bauer so rumschreist. Komm, ich steh nicht rein, ja? Was sagst du, Leopold? Sind sogar schon die Knechte frisch. Du sitzt da und redst kein Wort. Halt den Mund, Pankratz. Mund halten? Mir kannst du die Reden nicht verbieten. Schand ist, wie dein Weib deinen Vater behandelt. Jetzt hab ich aber genug. Du gehst. Auf der Stelle. Rausschmeißen? Mir hat noch keiner rausgeschmissen. Und ihr lieber selber. Ich habe auch genug von euch. Ich kann euch nicht mehr sehen. Pankratz, lass anspannen. Fahren wir? Zu Leni. Brauchst doch nicht gleich wegzulaufen. Es ist doch nicht alles so heiß zu nehmen, wie es gerät wird. Hier bleibe ich nicht. Weil einem die eigenen Kinder den Bissen im Mund nicht gönnen. Ich zieh zu dir, Urschlag. Mitsamt dem Pankratz. Brauchst du eher eine tüchtige Hand? Ja, nein, ich meine, zu uns willst du ziehen? Ja, gleich nach der Hochzeit von der Leni komme ich zu euch. Ah, das geht nicht, wo wir eh keinen Platz haben. Und das Ausgeding ist ja schön groß. Du wirst dich wohlfühlen. Schluss jetzt! Wenn ich ins alten Teil gebe, stimme ich. Mich tut man nicht so zum alten Eisen. Aber jetzt weiß ich, woran ich bin mit meinen leiblichen Kindern. Ah, es ist schon eingespannt. Was geschieht da? Der Mann bleibt da, den brauche ich, muss nachher aufs Feld. Aber ich wollte... Du kannst ja zu Fuß gehen, meinetwegen, so weit du willst. Bestie. Dein Dorfer. Zur Leni ist ja zu weit zu Fuß. Soll ich mal beim Hofbauer Spaß bringen? Ein Rheindorfer borgt sich nicht.
frisst ein Rheindorfer stolz. Hättest man nur einen Wagen ausbauen lassen, wären wir schon längst bei der Hochzeit. Du weißt, was man sagt. Eine Hochzeit ohne Brautvater öffnet den Teufel die Haustür. Jetzt komm, raff die zusammen, bist du. Was ist? Was hast du denn, Rheindorfer? Nicht gekommen. Hast ihm auch richtig Bescheid gesagt? Aber natürlich. Ja, hoffentlich ist ihm nichts geschehen. Wenigstens eins von deinen Geschwistern da ist. Ich wünsche dir Glück. Kommst nicht mit in die Kirche? Da riecht's immer so gut nach Weihnachten. Und die Leni ist doch so eine schöne Braut. Nein, Leni, das ist noch ein bisschen zu früh für mich. Wir wollen. Das ewige Bündnis, das Sie nun vor der christlichen Gemeinde an Gottes Altar geschlossen haben, wolle Gott bestätigen, wie auch ich es im Namen der Kirche anerkenne, bestätige und feierlich segne im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt ist sie doch glücklich geworden. Gedacht, du hast mich vergessen. Wie kann ich dich vergessen, Kind? Du kommst jetzt zu uns raus, Vater. Wohin du gehörst. Pankratz, du auch. Da drüben. Das ist dein Großvater. Geh, sag ihm schön grüß Gott. Großvater! Da schau, bin ich aber schnell Großvater geworden. Verdient, dass du es aber nicht rein dürfen. Danke vielmals, danke schön. Ein Moment. Danke schön, Hans. Danke, Peter. Ich gratuliere auch recht herzlich. Danke, Hans. Darf ich? Alles gut. Oh je. Was ist? Mindestens auch Kinder. Oh. Ein Blick in die Zukunft. Wir lassen uns von der Zukunft überraschen. Recht hast. Danke, recht schön. Und ich habe gedacht, es gibt keine Zukunft mehr für mich.